Radio Hannover am Montagnachmittag um 3:45. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Weihnachten liegt ja nun schon eine Weile zurück. Und in den Supermärkten gibt's jetzt sogar schon die ersten Ostersachen. Aber heute Morgen konnte man in der Kinderklinik der MHH noch ein bisschen Weihnachtszauber spüren. Die IKEA-Häuser am Expo Plaza und in Großburg-Wedel, die haben nämlich einen Spendencheck in Höhe von rund 21.000 Euro an den Verein Kleine Herzen Hannover und an die MHH Kinderklinik überreicht. Zum 13. Mal hat das schwedische Möbelhaus im Rahmen der Aktion Weihnachtsbäume für Kinderträume soziale Projekte unterstützt. Dafür wurden 3 Euro von jedem verkauften Weihnachtsbaum für den guten Zweck an die Seite gelegt. Für Carmen Kollewe vom lokalen Marketing eine echte Herzensangelegenheit. Da haben wir mal ganz viele Bewerbungen im Jahr. So haben wir dann die verschiedenen Projekte ausgewählt und haben gesagt, Kleine Herzen, die engagieren sich total für Kinder. Und das ist was, was uns dann auch am Herzen liegt, natürlich die Kinder. Und so kam das zustande, dass wir gesagt haben, hier geben wir gerne das Geld her. Das Geld wird auch dringend in der Kinderklinik benötigt. Der graue 70er-Jahre-Koloss muss nämlich renoviert und verschönert werden, damit sich die kleinen Patienten und ihre Familien wieder wohlfühlen können. Kleine Herzen e.V. macht sich gerade dafür stark, für die Atmosphäre und Betreuung während des Klinikaufenthalts. Die Vorstandsvorsitzende des Vereins, Ira Thorsting, die war spürbar glücklich über die große Spende. Diese 21.000 Euro von IKEA kommen uns natürlich genau richtig. Wir haben gerade eine ganz große Umbaumaßnahme mit einem Kooperationsverein Kinderherz, mit der MHH oben auf der Kinderherzstation. Und genau da wird das Geld für eingesetzt, für diese Mutter-Kind-Zimmer-Ausstattung auf der Kinderherzstation. Auch Professor Philipp Beerbaum, Direktor der Klinik für Kinder mit Herzerkrankungen, weiß die Spende und die Arbeit des Vereins natürlich zu schätzen. Das Engagement ist absolut entscheidend, weil es hilft, über die reine perfekte medizinische Versorgung den Familien und den Kindern das zusätzlich eben auch sehr Wichtige etwas zu vermitteln. Die Wärme, die Geborgenheit, auch die psychologische Betreuung, die in diesen ganz, ganz schwierigen Momenten diese Familien zu durchstehen haben, absolut entscheidend ist. Rund 21.000 Euro haben heute die IKEA-Häuser in der Region Hannover dem Verein Kleine Herzen gespendet. Die Summe wird jetzt in die Renovierungsarbeiten der MHH Kinderherzstation investiert. Schöne Sache.